So, guten Abend nochmal an dieser Stelle, liebe Zuschauer, zum heutigen Montagsbeschau oder zur Montagsbeschau der US-Märkte, hierbei speziell der S&P 500, den wir heute hier bereits zur Mittagszeit in den Fokus nahmen. Hierbei die Analyse, die auch im JFD Desktop zu sehen war, zum S&P 500 Index, eben hier mit einem interessanten Chart-Setup. Wir hatten hier bullisch gesehen den Wochentag, saisonalitätsbedingt auch. Grundsätzliche Aufwärtsperspektiven. Und wir sind heute schon wesentlich höher gewesen, aber 2111 Punkte sind komfortabel mit 0,35% im Gewinn der Markt. Wie gesagt, heute Mittag die Aussicht dessen, dass wir hier einen kurzfristigen Abwärtsimpuls sahen, während der vergangenen Tage hier ein klassischer Unterstützungsbereich um 2153 Punkte. Dazu kam hier diese positive Pattern-Formation anhand der FTSE-Vektorlogik, die hier mit einem Wert von über 70% in Sachen Erfolgsquote und einer Pattern-Häufigkeit hier von 205 eindrucksvoll daherkam. Und es wurde eben hier erwartet, dass wir zunächst in Richtung Tageshochs 2116 Punkte laufen könnten. Wenngleich hier, da nähern wir uns aktuell eigentlich an, wenn der Markt jetzt die nächsten 2 Stunden sich nicht wesentlich bewegt, dass wir hier einen marginalen Tagesgewinn von 0,35, 0,4% erzielen, dann hätte hier die FTSE-Vektorlogik wieder voll ins Schwarze getroffen und wir hätten hier sowohl prozentual noch einen draufgelegt, als auch natürlich von der Zahl der Counts her. Letztlich, wir sehen hier diesen Prognosechart 2109, Punkte war eine mögliche Triggermarke gemäß Text-Setup. Eigentlicher Trigger dann nachher auch der Widerstand 2111 Punkte und jetzt schwupp, sehen wir uns den Live-Chart mal an, MetaTrader. Und da haben wir hier sehr schön gesehen, dass es zunächst einen kleinen Fakeout gab. Hier newsbedingt ging es zumindest Fakeout-technisch hier unter die Marke von 2103. Jedoch keine Gefahr, denn die Triggermarke war eben 2129, 2011, je nachdem, wie man sich sein Risiko hier einteilte. Letztlich dieser Fakeout noch hier unten nicht dramatisch zu werden, wenngleich hier ein Stundenschlusspreis gerade in der vorbörslichen Indikationen hier die 24-Stunden-JFD-Indikation unterhalb von 2153 stattfand. Das war sicherlich ein ganz klassischer Fakeout. Dann gab es eben hier den dynamischen Aufwärtsimpuls und die Kerze durchbrach hier schon diesen Abwärtstrend. In der Folge hier dann neues Momentum und wir hatten hier Tageshoch knapp bei 2114,50 Punkte. Also hier das Niveau von 2016 eigentlich knapp verfehlt. Man darf mal sehen, ob jetzt die nächsten 2 Stunden, wie gesagt, hier noch was nach oben kommt. Die Pattern-Statistik sagt hier eben einen Hoch von 2116 Punkten aus. Das ist nicht mehr viel. Wir wollten hier eigentlich nur noch knappe 3 Punkte. Sie sehen es gerade, 2113 steht der Index gerade zulegen. Dann hätten wir hier diese Punkte auch schon in Sack und Tüten. Also insofern durchaus möglich. Grundsätzlich hier aber der S&P 500 mit einem traumhaften Pattern-Setup. Schauen wir uns das Ganze mal hier noch in der generellen klassischen Charttechnik fern des MetaTraders und der Pattern-Statistik an. Wir haben hier den Ausbruch natürlich auch gesehen, hier sogar noch symbolisiert in einer Art Abwärtstrendkanal. Im Tageschart die Lage hier unversehrt positiv konstruktiv. Man kann ja auch kurzfristig jetzt mit einem Support dahergehen. Das werden wir jetzt mal grün machen, da es sich eben hier um den Supportbereich handelt. Jetzt schieben wir nochmal einen kleineren Support oben rein, der sich hier in diesem Bereich darstellt. Das wäre eben die Marke von 2100 Punkten. Oberhalb dessen muss man sagen, kurzfristig 2103, 2153. Als exakte Triggermarken, aber wir sind ja nicht in der Atomwissenschaft. Das heißt, man muss dem Markt ein bisschen Toleranz einräumen. Und mir wäre hier wichtig, dass der Markt sich im Bereich 2100 Punkten stabilisiert, gerade auf Tagesbasis, eben nicht Stundenbasis, sondern Tagesbasis. Und oberhalb dessen dürfte der Index dann direkt unmittelbar weiteres Potenzial aufnehmen in Richtung 2150 Punkte möglicherweise. Das sieht ganz gut aus. Einzig hier dieser Wochenchart gibt dem so ein bisschen Deckel drauf. Klar, 2150 Punkte sind hier noch drin im weiteren Wochenverlauf. Allerdings sind wir dann an dieser oberen deckenden Trendlinie. Ich zeige den Chart immer wieder gern, da das doch schon Beachtung finden sollte und man eben hier drauf aufpassen sollte, was der Index hier in diesem Bereich tut. Also hier im Bereich 2145, 2150 Punkte. Machen wir hier im Prinzip eine schwarze Kerze an diesem oberen Bereich. Dann muss man schon ein bisschen Obacht geben, was da noch kommt. Und das dann ergänzt mit dieser sich hier schon durchaus negativ darstellenden Divergenz. Ich zeige Ihnen das mal kurz auf. Das heißt hier dieser Oszillator, ich muss mal ein Stück weit in die Vergangenheit gehen,
dieser Oszillator hier im Falle des RSI, das werden wir auch nochmal die Tage genauer per schriftlicher Analyse unter die Lupe nehmen, der zeigt hier im Prinzip seit Oktober 2003 negative Divergenzen auf. Das heißt, der Oszillator selbst markiert keinen neuen Verlaufshoch, hingegen hier der Preis ständig neue Allzeithochs markiert. Das spricht für eine gewisse Marktschwäche, nennt man eben hier negative Divergenz. Und dies heißt nicht, dass der Markt drehen muss, aber es sind Warnsignale. Und dies kombiniert mit dieser oberen deckelnden Trendlinie mit einem doch schon sehr, sehr gut gelaufenen Handelsjahr bislang hier im Januar und Februar. Jetzt haben wir den März. Muss man eben Obacht geben, ob es hier nicht mal an der Zeit für eine kleine Konsolidierung ist. Das will ich in diesem Zusammenhang nur vorausschicken. Hier nicht mehr blindlings einsteigen und auf die 1-200 Punkte nach oben setzen. Ich vermute, hier könnte es nochmal günstigere Einstiegschancen geben, wenngleich wir hier im Sinne der Statistik auch sehen, schauen wir uns das an, die Saisonalität. Mit Blick auf die nächsten 20 Tage, da kann man schon sagen, wenn es hier überhaupt zu kleinen Rücksetzern kommt, bis hier zum 6., 7. März etwa, dann muss man sagen, haben wir danach rein saisonal bedingt absoluten Rückenwind für weitere neue Verlaufshoch. Und das kann natürlich dazu führen, dass der Index hier diese obere deckelnde Trendlinie sprengt. Und das muss man sagen, wenn es dazu kommt, dass der Index hier rüber rauszieht per Wochenschlusspreis, dann sind sicherlich 2200 Punkte das nächste Ziel. Und dann muss man auch hier entweder aggressiv hinterhergehen oder nach wie vor auf größere Rücksetzer hoffen. Doch das kann eben dazu führen, dass wir in dem derzeitigen Hossmarkt, in diesem Rallye-Markt, dann durchaus an der Seitenlinie stehen und dann steht und dann nur zuguckt, was der Markt hier nach oben hin fabriziert. Das muss jeder selbst wissen und entscheiden. Letztlich eine äußerst spannende Situation beim S&P 500 und wenn Sie mögen, gibt es morgen natürlich wieder 1, 2, 3 Sendungen zum JFD Live Trading TV und Devisen, Rohstoffen, Indizes und auch gegebenenfalls Einzelaktien. Ich sage danke fürs Einschalten. Der Markt ist spannend, bleibt spannend und wir wollen mal sehen, wie der S&P heute den Montagsauftakt, Monatsauftakt beschließt und sozusagen hier die Vorzeichen für die kommenden Handelstage aufwirft. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten zu dieser späteren Stunde und wie gesagt, wir hören uns morgen wieder bzw. lesen uns im Stream. In dem Zusammenhang noch einen schönen Restabend und auch bald, Ihr Christian Kemmerer.